Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 26. Juni 2024. Mein Name ist Felix Hoffmann, schön, dass Sie dabei sind. Ein Monat nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober war ich für unseren Podcast in Israel unterwegs und habe einen Tag mit freiwilligen Helfern auf einem Bauernhof im Süden des Landes verbracht. Und beim Erdbeerenpflücken bin ich mit einem jungen Soldaten ins Gespräch gekommen, der in seiner freien Woche Freiwilligenarbeit geleistet hat. Und er war damals im Norden an der Grenze zum Libanon stationiert und hat mir von den täglichen Feuergefechten mit der Hisbollah erzählt. Und er war sich sicher damals, wenn Israel mit der Hamas im Gazastreifen fertig ist, dann, Zitat, räumen wir im Norden auf. Das könnte sich nun bewahrheiten, denn die Situation an der Grenze zum Libanon eskaliert immer weiter. Darüber spreche ich heute mit dem Nahostexperten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und auch in Israel selbst wächst die Sorge vor einem ausgewachsenen Krieg mit der Hisbollah. Die ist eine deutlich größere militärische Bedrohung als die Hamas, deren Vernichtung sich Israel nach dem 7. Oktober ja vorgenommen hat, bisher aber nicht umsetzen konnte. Auch deswegen steigen der Frust und die Empörung in der israelischen Gesellschaft über eine Regierung, die ihre Kriegsziele bisher nicht erreichen konnte und jetzt vor dem nächsten Großkonflikt steht. Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Israel, Christian Meyer. Bevor es losgeht, noch der Hinweis auf unsere Hörerfolge diese Woche. Wir würden uns wirklich freuen, von Ihnen zu hören. Unsere Frage lautet diese Woche: Haben Sie Angst vor einer Wiederwahl von Donald Trump? Schicken Sie uns Ihre Meinung, Anmerkungen und vor allem auch Fragen zu diesem Thema gerne per Mail an podcast@faz.de oder per WhatsApp als Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Danke schon mal im Voraus dafür. Jetzt geht's los. Ich bin jetzt verbunden mit Christian Meyer. Er ist unser Korrespondent für den Nahen Osten mit Sitz in Tel Aviv. Heute erreiche ich ihn in Jerusalem. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Ja, ganz kurz zu Beginn, wir sprechen später in der Sendung auch ausführlicher nochmal drüber, aber gerade häufen sich ja die Warnungen vor einer endgültigen Eskalation des Konflikts mit der Hisbollah im Libanon, also im Norden Israels. Wie wird das denn in Israel wahrgenommen, die aktuelle Situation? Wie ist die Stimmung? Also ich würde sagen, die Leute hier sind durchaus sehr nervös, weil, wie du ja gesagt hast, es sich jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen zugespitzt hat an der nördlichen Grenze oder im nördlichen Landesteil. Die Hisbollah hat ja schon seit dem 8. Oktober den Norden Israels beschossen. Und das hat sich jetzt aber nochmal intensiviert, beziehungsweise die Hisbollah hat auch ihre Militärtaktik ein bisschen angepasst. Israel hatte das eine Weile durchaus gut im Griff, hat der Hisbollah auch selbst stark zugesetzt, viele Kommandeure getötet, insgesamt deutlich mehr als 300 Hisbollah-Angehörige getötet seit Oktober. Aber die Hisbollah setzt jetzt verstärkt auf Drohnen, mit Sprengstoff beladene Drohnen, aber auch Aufklärungsdrohnen, und die setzen dem israelischen Militär überraschend stark zu. Ja. Gegen die ist keine wirklich gute Verteidigung möglich. Und es gibt jetzt mehrere Fälle in den vergangenen Wochen, in denen eben solche Drohnen auch niedergegangen sind, teilweise ihre Ziele, Militäranlagen im Norden Israels sogar getroffen haben und recht häufig Brände verursacht haben. Es ist auch gerade sehr heiß und sehr trocken. Vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Bilder gesehen von brennenden Landstrichen im Norden Israels. Das ist also eine Sache, die hier natürlich sehr, sehr stark wahrgenommen wird. Ja, das klingt ja alles schon, als wäre der Krieg eigentlich im vollen Gange, aber es gibt ja trotzdem die Sorge vor einer wirklich großen Konfrontation mit der Hisbollah. Für wie wahrscheinlich wird das denn gehalten, so ein offener Krieg? Was hört man da so? Also die Warnungen werden deutlich lauter, auch von Verbündeten. Gerade ist der Verteidigungsminister Yoav Gallant in den USA gewesen und da gab es jetzt nochmal mehrere Warnungen vor einem Krieg. Die Amerikaner befürchten vor allem, dass eben auch Iran sich einschalten würde, der ja hinter der Hisbollah steht, wenn es zu einem Krieg dort kommen würde. Die Warnungen der Amerikaner gelten vielleicht auch ein bisschen der Hisbollah. Ja. Gerade jetzt gab es nochmal die Aussage, dass so ein Krieg verheerende Folgen hätte für Zivilisten, aber eben auch für Libanon insgesamt. Die Israelis haben ja immer wieder damit gedroht, dass sie da sehr harsch vorgehen würden gegen Libanon, wenn es zum Krieg käme.
Es gab immer wieder Drohungen schon seit Jahren, man würde das Land zurück ins Mittelalter befördern. Aber auch für Israel hätte das sehr, sehr harte Folgen. Das wird jetzt, glaube ich, auch zunehmend hier im Land gesehen und diskutiert. Es gab jetzt mehrere Warnungen, das Stromnetz könnte zusammenbrechen, beziehungsweise die Hisbollah könnte sehr leicht das israelische Stromnetz ausschalten. Krankenhäuser im Norden Israels bereiten sich darauf vor, mehr Leute aufzunehmen. Und ja, das sind alles eben dann doch Anzeichen, dass da vielleicht wirklich was im Schwange ist. Und vor allem bereitet Israel sich ja darauf vor, jetzt mehr Truppen in den Norden zu verlegen. Also das wäre natürlich auch eine konkrete Vorbereitungsstufe, um überhaupt tatsächlich so einen Krieg führen zu können. Ja, da habt ihr auch einen spannenden Artikel drüber geschrieben, du und unser Kollege Christoph Erhardt. Den packe ich natürlich nochmal in die Shownotes. Die Hisbollah, die wäre ja militärisch wirklich auch eine ganz andere Herausforderung als die Hamas. Und selbst mit der Hamas wird man ja ehrlicherweise nicht so richtig fertig militärisch im Gazastreifen. Sind die Israelis denn wirklich bereit für das, was da auf sie zukommen könnte? Ja, dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Wie du sagst, die Hisbollah deutlich stärker als die Hamas in der Bewaffnung, verfügt angeblich über 150.000 Raketen und inzwischen auch viele Präzisionsraketen und, wie eben schon gesagt, auch offenbar über ein Arsenal von Drohnen, zum Teil mit Sprengstoff beladen. Und es ist ein bisschen unklar, wie gut Israel damit zurechtkäme. Der letzte Krieg war im Jahr 2006. Auch das verlief nicht unbedingt so, wie Israel sich das vorgestellt hatte seinerzeit. Mhm. Manche Experten, mit denen man spricht, die sagen, wir hätten überhaupt kein Problem, zwei Kriege gleichzeitig zu führen, also im Gazastreifen, aber auch eben im Norden gegen die Hisbollah. Andere sagen, das Militär tut sich jetzt schon schwer gegen die Hamas, wie du eben auch angedeutet hast. Deshalb gibt es auch Bestrebungen, den Krieg im Süden, also im Gazastreifen, möglichst auf eine niedrigere Stufe herunterzufahren, damit man eben mehr Kapazitäten für den möglichen zweiten Krieg an der Nordfront hat. Ja, und es ist ja nicht gesagt, dass es bei zwei Fronten bleibt. Aber in unsicheren Zeiten, da wünscht man sich ja zumindest mal eine stabile politische Führung. Aber da sieht es ja auch schlecht aus. Wir hatten hier im Podcast leider noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Aber das holen wir jetzt kurz nach. Benny Gantz, der hatte ja das israelische Kriegskabinett Anfang des Monats verlassen und Ministerpräsident Netanyahu hat dieses Kriegskabinett daraufhin aufgelöst. Vielleicht kannst du mal kurz für uns klarstellen, wer trifft denn jetzt aktuell eigentlich die Entscheidungen in Israel und vor allen Dingen mit Blick auf den Krieg? Ja, also das Kriegskabinett, wie du sagst, aufgelöst. Das bestand aus einem ganz kleinen Kreis von Entscheidungsträgern und Benny Gantz, der früher Generalstabschef war und Verteidigungsminister, der spielte da eine wichtige Rolle, auch als ausgleichende Kraft nach allem, was man hört. Jetzt gibt es immer noch das Sicherheitskabinett, das reguläre. Das ist deutlich größer und da sitzen deutlich mehr Leute drin aus allen Koalitionsparteien. Da sitzen dann beispielsweise auch Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich drin, zwei Parteichefs von Koalitionspartner Netanyahus, die ja sehr, sehr am rechten Rand angesiedelt sind, eigentlich keine militärische Erfahrung haben, aber durchaus starke Meinungen, was den Krieg im Gazastreifen und andere Themen angeht. Und ein Grund dafür, dass es dieses Kriegskabinett gegeben hatte, war ja wohl offenbar, dass Netanyahu den Einfluss von Ben-Gvir und Smotrich verringern wollte. Die fordern jetzt mehr Mitsprache, haben den auch teilweise über das Sicherheitskabinett, aber alle Beobachter gehen davon aus, dass Netanyahu sich dann die letztlich wirklich wichtigen Entscheidungen gerade zum Krieg doch selbst vorbehält und wieder nach Möglichkeiten suchen wird, das Sicherheitskabinett zu umgehen. Aber das wird eben schwieriger, auch aus formalen Gründen. Und da werden wir jetzt sicherlich auch nochmal ein verstärktes Ringen sehen zwischen den verschiedenen Teilen der Regierung. Ja, sieht also so aus, als würde der Einfluss der extremen Kräfte da weiter steigen. Und wenn wir gerade von den Extremen sprechen, gestern hat ja das oberste Gericht in Israel geurteilt, dass auch ultraorthodoxe Juden künftig einen Wehrdienst leisten müssen. Das wird ja seit Jahrzehnten heiß debattiert in Israel. Wie geht es da jetzt weiter? Kann Netanyahu dieses Urteil mit seinen aktuellen Koalitionspartnern überhaupt umsetzen? Was meinst du? Dieses Urteil bzw. dieses Thema hängt ja auch mit dem aktuellen Kriegsgeschehen zusammen. Wir haben eben gesagt, ein Krieg gegen die Hisbollah wäre für Israels Militär durchaus eine Herausforderung. Und die Armee sagt
seit Monaten schon, sie braucht mehr Truppen. Viele Reservisten, die einberufen worden waren, die haben teilweise schon Wochen und Monate gedient, sind müde, wollen zurück zu ihren Familien, wurden auch zwischenzeitlich entlassen, dann wurden viele aber wieder einberufen. Und die Armee möchte eben die Basis verbreitern für Rekruten im Wehrdienst. Und die Ultraorthodoxen, die 13% der Bevölkerung etwa ausmachen, die sind da natürlich naheliegend. Zumal eben kaum jemand von denen bislang gedient hat. Ja, diese Entscheidung jetzt von gestern ist nach Ansicht vieler Beobachter, und ich würde dem zustimmen, wahrscheinlich sogar die stärkste Bedrohung für die Stabilität von Netanjahus Koalition, weil das ein ganz, ganz zentrales Thema für die beiden ultraorthodoxen Parteien ist, die Teil der Koalition sind. Die haben jetzt noch nicht gesagt, dass sie aus der Koalition ausscheiden werden, aber es gibt schon Drohungen. Eine Möglichkeit, die gerade debattiert wird, ist, dass mindestens eine dieser Parteien die Regierungskoalition formal verlässt, aber weiterhin unterstützt. Dann gäbe es eine Minderheitsregierung. Das scheint aber auch noch nicht spruchreif zu sein. Ich denke mal, letzten Endes ist das Kalkül der ultraorthodoxen Parteien natürlich doch, ob sie nicht durch den Verbleib in der Koalition letzten Endes mehr erreichen werden, als wenn sie ausscheiden, es vorgezogene Wahlen gibt und sie möglicherweise danach in der Opposition landen, dann wäre ihnen auch nicht geholfen. Ich denke mal, das wird sicherlich noch einige heftige Debatten nach sich ziehen in den vergangenen Tagen, aber ist auf jeden Fall eine dramatische Entwicklung in der israelischen Innenpolitik. Ja, also Ärger von innen für Netanjahus Regierung, aber auch Ärger von außen, denn in Israel sind ja zuletzt wieder Hunderttausende auf die Straße gegangen und haben gegen Ministerpräsident Netanjahu und seine Regierung, vor allem seine Politik, protestiert. Was waren denn da die zentralen Forderungen? Worum ging es da? Ja, die Protestbewegung mobilisiert schon seit einigen Monaten wieder verstärkt gegen die Regierung, und es gibt eine gewisse Überschneidung mit einigen der Angehörigen und Familien der Geiseln im Gazastreifen und auch der Unterstützer. Die fordern gemeinsam eben die erwähnten Neuwahlen, fordern auch teilweise die Regierung zum Rücktritt auf, vor allem, weil sie sie für den 7. Oktober verantwortlich machen, also genauer gesagt für das Versagen der Sicherheitsvorkehrungen am 7. Oktober. Netanjahu hat ja das Land einen Großteil der vergangenen 15 Jahre über geführt, und in ihm sehen sie den hauptsächlich politischen Verantwortlichen dafür, dass dieser monströse Überfall der Hamas möglich war. Gleichzeitig hat die Größe dieser Protestbewegung noch nicht wieder das Ausmaß vom vergangenen Jahr erreicht, als es gegen die Justizreform ging. Wir sehen viele, viele Protestaktionen, nicht nur jeden Samstagabend, sondern auch an anderen Tagen. Aber ich sehe darin noch keine unmittelbare Bedrohung für die Regierung. Ein interessanter Punkt, der jetzt möglicherweise in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche auf das Land zukommen könnte, wäre ein groß angelegter Streik. Es gibt gerade entsprechende Forderungen gegenüber dem Gewerkschaftsdachverband. Und wenn es dazu kommen würde, wenn es einen Generalstreik in Israel gäbe, dann wäre das tatsächlich ein durchaus gewichtiger Schritt, der die Regierung vielleicht auch stärker in Bedrängnis bringen würde. Die gegenwärtigen Demonstrationen, so viele Leute da auch inzwischen wieder daran teilnehmen, die scheint sie noch ganz gut aussitzen zu können, beziehungsweise beantwortet diese auch mit verstärkter Gewalt von Seiten der Polizei, der Sicherheitskräfte, für die der erwähnte Itamar Ben-Gvir zuständig ist. Der ist Minister für nationale Sicherheit. Damit untersteht ihm auch die Polizei, und es gibt hier so eine verstärkte Konfrontation. Ich habe das selbst gesehen am vergangenen Samstag in Tel Aviv, habe ich mir die Demonstration angesehen, und da hat man allein schon an den Parolen, die die Demonstranten gerufen haben in Richtung der Polizei, gesehen, dass die Polizisten inzwischen auch sehr stark mit Ben-Gvir identifizieren. Ja. Polizei weist das zurück, aber man kann schon ganz, ganz klar sehen, dass es einen verstärkten Zugriff von Ben-Gvir gibt auf die Polizei. Der hat verschiedene Personalien da durchgesetzt und versucht, die Polizisten verstärkt gegen die Protestbewegung in Stellung zu bringen, und fordert immer wieder, dass die auch harscher gegen linke Demonstranten vorgehen müssen. Ja, die Situation in Israel bleibt also angespannt an allen Fronten. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, für deine Zeit. Kurz gesagt, ja. Danke dir. Sehr gerne.
Der Druck in Israel steigt also, auch weil rund 60.000 Zivilisten aus dem Norden Israels seit dem 7. Oktober nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können. Das gleiche gilt übrigens auch für libanesische Zivilisten nördlich der Grenze. Israels Ziel ist es, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss zurückzieht, der rund 30 Kilometer von der Grenze entfernt verläuft. So sieht es auch eine UN-Resolution vor. Die Hisbollah wiederum ist nicht bereit, den Beschuss Israels einzustellen oder sich zurückzuziehen, solange der Krieg in Gaza anhält. Der Beschuss aus dem Libanon und die israelischen Antworten darauf sind zuletzt immer heftiger geworden. Es droht ein offener Krieg, in den potenziell auch der Iran und sogar die USA mit hineingezogen werden könnten. Eine brandgefährliche Situation also, über die ich genauer sprechen will, mit Guido Steinberg, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen, Herr Steinberg. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann. Guten Tag. Ministerpräsident Netanyahu, der hat gerade gesagt, die schweren Kämpfe in Rafah würden sich dem Ende zuneigen und dass Truppen in den Norden verlegt würden, in den Norden von Israel an die Grenze zum Libanon. Interpretiert wurde das so, dass Israel sich vielleicht vorbereitet auf einen neuen Krieg, diesmal gegen die Hisbollah im Libanon. Ist das eine Drohgebärde, eine Drohkulisse, die da aufgebaut wird, um Druck aufzubauen, oder droht da wirklich eine weitere Eskalation, ein neuer Krieg? Ich denke, dass beides möglich ist. Also zunächst einmal ist das natürlich eine unverhohlene Drohung an die libanesische Hisbollah, dass das israelische Militär in einiger Zeit nicht mehr in Gaza gebunden ist und dann frei ist, vielleicht sogar für einen großen Krieg im Norden. Mhm. Es kann allerdings tatsächlich auch sein, dass die israelische Regierung genau das plant. Wir müssen ja mittlerweile seit Oktober 2023 immer wieder hören, dass wichtige Mitglieder der israelischen Regierung genau solch einen Krieg gegen die Hisbollah fordern. Also ich denke, dass beide Interpretationen möglich sind. Wir werden das erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate erfahren. Ja, vielleicht müssen wir uns mal kurz klar machen, was würde das denn bedeuten, so ein Krieg gegen die Hisbollah im Libanon? Welche Ausmaße hätte das? Das hätte dramatische Ausmaße, obwohl wir ja nicht so ganz genau wissen, wie die Israelis in einem solchen Fall vorgehen würden. Die große Frage wäre zunächst einmal, ob sie sich vielleicht auf einen Luftkrieg mit einer kleineren Bodenoffensive beschränken oder ob sie versuchen werden, die Hisbollah in ihrem gesamten Operationsgebiet im Süd- und vielleicht sogar im Ost-Libanon auszuschalten. Nach dem, was wir von israelischen Militärs hören, müssen wir davon ausgehen, dass Israel im Falle eines Konfliktes versuchen würde, möglichst schnell möglichst viele Flugkörper der Hisbollah auszuschalten. Mhm. Die Hisbollah verfügt über weit mehr als 100.000 Raketen, Drohnen und wahrscheinlich auch Marschflugkörper. Und um den Schaden für Israel möglichst gering zu halten, müssten diese Flugkörper möglichst schnell ausgeschaltet werden. Das würde bedeuten massive Luftangriffe, große Zerstörungen im gesamten Libanon und auch viele Opfer unter der Zivilbevölkerung, weil die Hisbollah ihre Raketen auch in zivilen Wohngebieten und zivilen Häusern sogar versteckt. Ja, der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah, der hat ja kürzlich gedroht, dass kein Ort in Israel sicher sein würde vor den Raketen der Hisbollah. Sie haben das Arsenal ja gerade auch erwähnt und auch Experten gehen nicht davon aus, dass die israelische Raketenabwehr, vor allen Dingen der Iron Dome, intensiven Beschuss der Hisbollah standhalten könnte über längere Zeit. Würden wir dann also auch großflächige Zerstörung in Israel sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es großflächige Zerstörungen wären, aber wir würden Zerstörungen sehen. Die Hisbollah hat im Jahr 2006 bereits gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch bei massiven israelischen Luftangriffen und auch bei einer israelischen Bodenoffensive immer noch Raketen auf Israel abzuschießen. Und das Raketenarsenal der Hisbollah ist seitdem gewachsen und vor allem ist die Qualität gestiegen. Die Drohung von Generalsekretär Nasrallah, dass ganz Israel erreicht werden kann, die ist tatsächlich realistisch. Alle Bevölkerungszentren kann die Hisbollah mit ihren Raketen erreichen. Sie kann auch zielgenau militärische und auch zivile Ziele bekämpfen. Und sie ist sogar in der Lage, den großen Atomreaktor in der Negev-Wüste in Dimona zu erreichen. Also die Gefahren, die mit einem solchen Krieg verbunden wären für Israel, für die Zivilbevölkerung, für das Militär, die wären tatsächlich sehr, 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 sehr groß.
Ja, und jetzt ist es ja nicht nur die Hisbollah, sondern die Hisbollah ist ja auch ein wichtiger Verbündeter des Iran. Und die Sorge, die man deshalb oft hört, ist ja, dass ein offener Krieg mit Israel oder zwischen Israel und Libanon weitere iranische Stellvertreter mit reinzieht, also die Houthi im Jemen oder Milizen im Irak oder in Syrien. Kann das im Fall der Fälle überhaupt verhindert werden? Droht da vielleicht ein echter Flächenbrand? Ich denke, wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht seit Oktober 2023, dass die Verbündeten der Hisbollah im Irak, in Syrien und auch im Jemen durchaus bereit sind, israelische Ziele beispielsweise mit Raketen oder auch mit Drohnen zu bekämpfen. Und wenn es zu einem Krieg zwischen Hisbollah und Israel kommt, dann werden diese Kräfte natürlich auch Israel beschießen. Ich würde aber da etwas entwarnen. Die große Gefahr für Israel, die geht von der Hisbollah im Libanon aus. Im benachbarten Syrien, da haben die Iraner und die schiitischen Milizen und die Hisbollah auch versucht, eine ähnliche Infrastruktur mit Raketen, mit Drohnen aufzubauen. Das ist ihnen bisher allerdings nicht gelungen. Deswegen glaube ich nicht, dass eine so große Gefahr beispielsweise von schiitischen Milizen, irakischen schiitischen Milizen beispielsweise ausgeht, die in Ostsyrien stehen oder auch im Westirak. Damit kann Israel gut klarkommen. Die große Gefahr geht vielmehr vom Libanon und von der Hisbollah dort aus. Ja, es ist insgesamt also auf jeden Fall eine ernste Lage. Deshalb beobachtet man ja auch gerade fieberhafte Diplomatie auf allen Ebenen, um das Schlimmste zu verhindern. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant, der war ja gerade auch zu Gesprächen in den USA. Wie viel Einfluss würden Sie denn da Washington zuschreiben oder wie viel Einfluss würden Sie insgesamt der internationalen Diplomatie zuschreiben, da vielleicht doch noch ja, eine echte Eskalation verhindern zu können? Ja, also ich denke, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass eine Eskalation ausbleibt. Und das vor allem deshalb, weil die Hisbollah ja schon seit dem 8. Oktober 2023, also dem Tag, als sie begonnen hat, Israel zu beschießen, immer wieder klargemacht hat, dass dieser Beschuss aufhört, wenn der Gaza-Krieg endet. Wenn also jetzt Ministerpräsident Netanyahu seine Ankündigung wahrmacht und die Kämpfe im Gazastreifen an Intensität stark abnehmen, dann ist es durchaus möglich, dass es auch im Norden zu einer Beruhigung kommt. Hinzu kommt, dass die USA sich bereits seit längerer Zeit bemühen, in letzter Zeit allerdings etwas stockend, die Hisbollah durch diplomatische Bemühungen, durch Gespräche mit der libanesischen Regierung dazu zu bewegen, sich von der israelischen Grenze zurückzuziehen, die eigenen Einheiten in die Gegend nördlich des Litani-Flusses im Südlibanon zurückzuziehen. Und wenn das gelingen könnte, dann hätte Israel kein gutes Argument mehr, einen solchen Krieg zu führen. Also ich denke, dass es da durchaus die Möglichkeit zur Deeskalation gibt. Die diplomatischen Bemühungen, die laufen auch. Allerdings scheint es im Moment so, als sei keine der beiden Seiten bereit nachzugeben. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich im Moment, dass die Hisbollah sich in das Gebiet nördlich des Litani zurückzieht. Und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Israel einen anhaltenden Beschuss aus dem Südlibanon noch längere Zeit dulden wird, ohne eine größere Gegenreaktion. Ja, Sie sagen es, da ist so ein bisschen eine Eskalationsspirale am Laufen. Angriffe werden mit Angriffen beantwortet. Für wie groß halten Sie denn das Risiko auch für Fehlkalkulationen? Wir haben das ja zum Beispiel gesehen bei dem Luftangriff auf das Konsulats- oder Botschaftsgebäude in Damaskus durch Israel. Da hat Iran ja ziemlich hart geantwortet. Damit hat Israel ja auch nicht unbedingt gerechnet. Also für wie groß halten Sie da auch die Gefahr von Fehleinschätzungen? Ja, die gibt es immer wieder. Trotzdem muss man ja sagen, dass wir mittlerweile gegenseitigen Beschuss, der begonnen wurde von der Hisbollah, das muss man immer wieder erwähnen, seit Oktober 2023 haben. Und die Hisbollah beschießt den Norden Israels, tötet dabei häufiger israelisches Militär. Israel geht gezielt Hisbollah-Führungspersonal an, beschießt die Hisbollah im Süden des Landes. Und in gewisser Weise scheinen da beide Seiten die Grenzen recht genau zu kennen, die sie einhalten müssen, wenn sie eine Eskalation vermeiden wollen. Und das gilt letzten Endes auch bei den israelischen Angriffen in Syrien und im Irak. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Israelis bereits seit 2017 einen solchen Luftkrieg führen, weitgehend unbemerkt von der westlichen Öffentlichkeit.
Seit 2017 haben die Israelis weit über 1000 Luftangriffe in Syrien und im Irak gegen iranische und verbündete Ziele geflogen. Also in gewisser Weise ist dieser Konflikt, der ist eingespielt. Beide Seiten sind geübt darin, gewisse Grenzen einzuhalten oder auch gewisse Grenzen bewusst zu überschreiten. Ich denke, die größere Gefahr als die einer Fehlkalkulation geht einfach davon aus, dass sich die israelische Seite irgendwann entschließt, dass die Situation unhaltbar ist, dass die Hisbollah sich nicht zurückziehen wird und dass deshalb ein solcher Krieg unausweichlich ist. Solche Stimmen hört man bereits seit langem. Der Verteidigungsminister Yoav Gallant, der fordert bereits seit Oktober einen solchen Präventivkrieg gegen die Hisbollah. Und das ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher, als dass da irgendein falsches Ziel getroffen wird und es dann zum Konflikt kommt. Ja, wir haben gerade schon über die diplomatischen Bemühungen der Amerikaner gesprochen, aber auch Außenministerin Annalena Baerbock reist ja aktuell durch die Region, zum 8. Mal übrigens seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Und sie fordert oder versucht da aufzubauen eine Sicherheitspartnerschaft für Gaza. Dieses Wort hat man jetzt öfter gehört. Was genau bedeutet denn das? Was ist da der Vorschlag, die Idee? Ja, letzten Endes ist das jetzt eine rhetorische Neuerung, die beschreibt, was die Außenministerin bereits seit längerer Zeit fordert. Sie geht auf die Israelis zu und versucht, die zu überzeugen, dass sie ihre Sicherheit nicht unilateral herstellen können. Durch den Krieg gegen die Hamas in Gaza, vielleicht sogar durch einen Krieg gegen die Hisbollah im Libanon, sondern dass Israel mit Partnern vorgehen muss. Sie denkt da wohl in erster Linie an die palästinensische Autonomiebehörde, in zweiter Linie aber an die Regionalstaaten, die keine Probleme mit Israel haben, also Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien vielleicht, und natürlich an die Europäer. Sie hat ja auch Angebote gemacht, was die Europäer vielleicht beitragen könnten. Letzten Endes geht es darum, Israel zu überzeugen, dass Sicherheit nur kooperativ, nur partnerschaftlich erreicht werden kann. Das unterscheidet sich nicht groß von dem, was die Amerikaner von der israelischen Regierung allerdings etwas präziser fordern. Und ich denke, dass die wichtigere Bemühung als die der Außenministerin die amerikanische Bemühung ist im Moment, die Hisbollah vielleicht doch noch zu einem Nachgeben und einem Rückzug von der israelischen Grenze zu bewegen. Wenn es diesen Rückzug nicht gibt, dann bin ich sehr skeptisch, ob man da einen Waffengang verhindern kann. Ja, lassen Sie uns auch noch mal kurz nach Israel blicken. Ich habe da was beobachtet und ich würde mal gerne Ihre Meinung dazu hören. Und zwar scheint es so, dass Regierung und Armee sich da immer wieder widersprechen. Also es gab ja zum Beispiel die Verwirrung über angebliche Feuerpausen, die hatte die Armee verkündet. Netanyahu hat dann dementiert, dann gab es die ja irgendwie doch. Dann hat Netanyahu gerade die schweren Kämpfe im südlichen Gazastreifen für mehr oder weniger beendet erklärt. Das hat wiederum die Armee dementiert. Was ist denn da los? Reden die nicht miteinander? Ja, es gibt viele Hinweise darauf, dass es da Kommunikations- und Organisationsprobleme gibt und dass die Bruchstellen vor allem zwischen der Regierung und der Armee liegen. Es gibt aber auch ähnliche Bruchstellen insgesamt in der israelischen Sicherheitsarchitektur. Und das muss uns schon Sorgen machen, weil das einfach auch darauf hinweist, dass Israel da nicht gut organisiert in diesen Krieg getreten ist. Es zeigt sich doch immer deutlicher, dass die Armee kritisch reagiert auf das vollkommene Fehlen eines Plans für Gaza. Das können die Militärs so nicht ganz offen sagen. Aber es gibt viele da, die den Ansatz der israelischen Regierung kritisieren, die ja wohl davon auszugehen scheint, dass sie die Ränder von Gaza besetzen kann und dass sie dann immer mal wieder, wenn die Hamas ihren Kopf zeigt, in den Gazastreifen einmarschiert, dort begrenzte Operationen durchführt und dass auf diese Art und Weise das Problem irgendwie zu managen sei. Ist das nicht genau die Strategie, die gescheitert ist vor dem 7. Oktober? Naja, nein, das ist ja mittlerweile ein neues Konzept der israelischen Regierung. Nachdem sie so eine Art Sicherheitszone am Rande des Gazastreifens kontrolliert, dass sie auch die ägyptische Grenze einer engeren Kontrolle unterwirft und einen kleinen Streifen in der Mitte des Gazastreifens. Und dass sie dann, wenn die Hamas irgendwo zu sehen ist,
Militäroperationen führt. Wir sehen das mittlerweile in den letzten Monaten immer wieder. Und wir sehen auch, dass die Hamas diese Situation nutzen kann, um immer mal wieder zu erstarken. Und im israelischen Militär gibt es viele Leute, die darauf hinweisen, dass das keine Strategie ist, die dafür sorgen wird, dass die Hamas zerschlagen wird. Diese Strategie wird aus Sicht vieler Militärs in Israel dafür sorgen, dass sie es dort mit einem zeitlich unbegrenzten Konflikt zu tun bekommen, bei dem sie immer wieder in den Gazastreifen hinein müssen, dabei mehr oder weniger hohe Verluste erleiden, ohne dass es die Hoffnung gibt, dass sich die Situation irgendwie verbessert. Das sind ja auch Hinweise, die von amerikanischer Seite, vor allem von amerikanischem Militär kommen. Und da sehen wir Hinweise, dass das Militär immer kritischer reagiert. Und da scheint es dann auch einige Kommunikationsprobleme zu geben, die dann dafür sorgen, dass es zu widersprüchlichen Aussagen kommt. Eigentlich darf so etwas in einer gut organisierten Regierung nicht geschehen. Aber wie gesagt, Israel hat ganz einfach, und das haben wir auch schon vor dem 7. Oktober gesehen, Organisationsprobleme, Kommunikationsprobleme, die Informationsstränge, die laufen nicht so, wie sie laufen sollten. Da ist, da operieren sie aus meiner Sicht viel zu schlampig. Ja, also eine schwierige Situation für Israel und die Uneinigkeit, die wächst auch noch. Vielen, vielen Dank, Herr Steinberg, für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Ja, nicht gerade ideale Voraussetzungen also, und es steht viel auf dem Spiel. Viel auf dem Spiel steht auch bei der US-Präsidentschaftswahl dieses Jahr. Die erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden, die findet ja diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Und deshalb wollen wir für unsere Hörerfrage am Freitag von Ihnen wissen, haben Sie Angst vor einer Wiederwahl von Donald Trump? Schicken Sie uns Ihre Gedanken, Meinungen und Fragen gerne per Mail an podcast@faz.de oder per Sprachnachricht. Unsere WhatsApp-Nummer finden Sie in den Shownotes. Danke zum Schluss noch an die Kollegen Kati Schneider und Andreas Krobock für die Unterstützung heute. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.